Moin, liebe Top-Familie da draußen. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ihr seht, ich trage hier jetzt noch ein normales Shirt. Ich bin zwar schon in Stimmung für die neue Staffel The Masked Singer, auf jeden Fall. Aber das hier ist nochmal ein außerplanungsmäßiges Video. Denn so viel soll schon mal gesagt sein. Heute kommt kein Video tatsächlich zur TMS-Datenbank. Nächste Woche geht's da weiter. Da bin ich am gucken schon, was wir da genau machen. Vielleicht Aktualisierung. Jedenfalls kommt genau jetzt für euch hier tatsächlich auf Wunsch auch von M.H. Danke für deinen lieben Kommentar. Denn du hast ja gesagt, Mensch, wie wäre es denn nochmal irgendwie mit einem Video mit Wunschsongs? Und eigentlich habe ich das gar nicht erst geplant, wenn ich ehrlich bin. Und habe so gedacht, okay, komm, es ist jetzt der Mittwoch vor The Masked Singer, der letzte Mittwoch so gesehen, bevor jetzt The Masked Singer losgeht am 1. April. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, mache ich da noch eins zu. Und warum kommt später keins? Später kommt für euch noch ein, ja, ich sag mal ein Reaktionsvideo zu The Masked Singer. Von daher seid da gespannt. Das heißt heute zwei The Masked Singer Videos. Ja, also ich habe mich hingesetzt. Ich habe jetzt nur in Anführungszeichen 10 Titel vorbereitet. 10 Lieder, die ich mir bei The Masked Singer wünsche. Und so viel kann ich ja schon mal vorab sagen, warum ich diese Lieder gewählt habe. Ich habe ungelogen auf meinem Handy, lasst mich mal ganz kurz gucken. Ihr könnt ja auch mal gerne bei euch gucken, das würde mich sehr interessieren. Es gibt ja die wunderbare Option, dass man ja sehen kann, wie viele Lieder man ja hat. Tatsächlich ist es bei meiner Musik-App so, Samsung Music, dass bei neu hinzugefügt eine Anzahl steht, 900, aber das stimmt nicht. Irgendwann wurde die Zahl nicht mehr gezählt. Ist wirklich kein Scherz. So, aber es gibt ja die wunderbare Option, man kann zu eigenen Dateien gehen, Audiodateien, und dann steht ganz, ganz unten bei Download, wie viele Lieder man hat. Und ich habe auf meinem Handy 1182 Lieder. Ich habe jetzt davon nur 10 genommen. Denn ich habe natürlich sehr, sehr viele Lieder und höre auch sehr, sehr viele Lieder, die auch schon bei The Masked Singer waren. Wie zum Beispiel eben Perfect Ed Sheeran war schon mal, wurde ja gesungen von Alien. Ansonsten, was habe ich in letzter Zeit jetzt viel gehört? Lass mich mal ganz kurz gucken. Was habe ich jetzt in letzter Zeit viel gehört? Gut, Imagine Dragons, ich habe jetzt kein Lied von Imagine Dragons dabei, sei es nun Sharks oder so. Was ich jetzt auch tatsächlich gerne höre, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Queen of Kings von Alessandra. Das ist eine norwegische Sängerin, oder ich glaube, sie ist keine Norwegerin, aber das Lied ist für den ESC für Norwegen und dieses Lied ist absolut mega. Ich hoffe, dass sie gewinnt. Ja, und sehr, sehr viele andere Lieder, auch deutsche Lieder natürlich. Genau, neu hinzugekommen ist das Lied You von Bossos und Ilse de Lange. Von daher, ja. Jedenfalls, das sind so Lieder, die jetzt nicht hier mit dabei sind. Ich zeige euch aber mal das erste Lied, was ich mir wünsche. Und deswegen auch an euch da draußen. Welche Lieder wünscht ihr euch bei The Masked Singer? Schreibt mal gerne sonst. Ihr könnt auch 10, ihr könnt aber auch nur 3 oder auch nur ein Lied hinschreiben. Vielleicht euer absolutes Lieblingslied, das noch nicht bei The Masked Singer war. Weil ich musste bei einem Lied gucken, wirklich ungelogen, ob das schon war, weil ich mir da nicht mehr sicher war, nämlich Chasing Cars von Snow Patrol. Ich habe so gedacht, oh, das wäre doch cool, wenn das bei The Masked Singer ist. Aber irgendwie hatte ich im Hinterkopf, Moment, das wurde doch schon mal gesungen, oder nicht? Und dann habe ich alles durchgeguckt und habe dann gesehen, dass Caroline Niemczyk das Lied gesungen hat. Welches Lied aber nicht gesungen wurde, ist von Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Absolut auch ein Ohrwurm irgendwie von mir. Fragt mich nicht, warum. Aber manchmal hat man ja irgendwie so ein, ja, hat man so, ist man so am PC, dann will man Musik hören und dann gibt man irgendwie Sachen ein. Und dann kam irgendwie dieses Lied dabei mit heraus. Ist von, kann ja immer sehr, sehr gerne gucken und euch Infos zu diesem Lied geben. Das Lied ist von 92 aus dem Album Some Gave All. Und ja, Billy Ray Cyrus, kennen wir, ist ja der Vater von Miley Cyrus. Und ist halt so ein Country-Song. So ein cooler Country-Song, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt ist ja eine neue Maske auch jetzt ja bei The Masked Singer schon draußen. Vielleicht kommt heute noch eine Maske
wird heute noch eine Maske bekannt gegeben, da kommt morgen dazu ein Video. Sowieso schon mal gesagt sein. Aber jedenfalls so Billy Ray Cyrus, AG Brachiort, könnte ich mir geil vorstellen bei The Masked Singer. Was auch cool wäre, und das wünsche ich mir tatsächlich, ich glaube auch schon ein bisschen länger so persönlich, ist tatsächlich hier Lady Gaga, Bad Romance. Ich verbinde mit diesem Lied einige, ich sag mal, Erinnerungen. Nicht nur, dass das irgendwie so ein Ohrwurmlied ist, sondern irgendwie muss ich immer bei diesem Lied an Desperate Housewives denken. Fragt mich nicht warum, aber das Ding ist halt eben, dass da bei Desperate Housewives mal so ein Ereignis war, nämlich ein Flugzeugabsturz. Das müsste Staffel, jetzt muss ich kurz rechnen, 5, das müsste Staffel 6 sein. Also von daher, wäre das auch ein cooles Lied. Hat so Power, hat irgendwie auch so ein bisschen Esprit und Kraft irgendwie bei diesem Lied. Und irgendwie wäre das cool, wenn das so dann so eine Rockröhre, sei es Mann oder Frau, wäre auch cool, wenn das Mann singen würde, dass da dann auf jeden Fall singen würde. Lied Nummer 3 ist ein etwas älteres Lied, tatsächlich. Und zwar von Taylor Swift, Enchanted. Ich finde, dieses Lied ist irgendwie so eine schöne Ballade. Das ist jetzt nicht eines der absolut bekanntesten Lieder von Taylor Swift. Also das bekannteste ist natürlich, denke ich mal, stimmen wir uns alle, oder denke ich, sind wir alle d'accord, dass man schon sagen kann, Shake It Off von Taylor Swift ist schon somit das bekannteste. Ich glaube, nur durch das Lied bin ich auch so auf Taylor Swift damals auch gestoßen. Jetzt aktuell ja ihr Lied Anti-Hero, was ja auch viral geht auf TikTok, ja, irgendwie dieser Sound. It's me, hi. Also geht da ja so ein bisschen aktuell rum auf TikTok. Aber Enchanted ist ein etwas älteres Lied. Ich glaube, ist das 2009? Lass mal kurz gucken. Wenn hier das gezeigt wird. 2011. 2011 ist das. 2011 ist Enchanted. Aber jedenfalls ist es ein schönes Lied. Ich kann euch auch nur empfehlen, hört euch alle diese Lieder mal an, dann könnt ihr mir auch sagen, wie ihr die Lieder findet. Wie gesagt, jeder hat ja auch verschiedenen Musikgeschmack. Gehört ja auch eben mit dazu, dass man eben nicht auf die gleiche Musik steht. Dann das nächste Lied, Lied Nummer 4. Ja, wir hatten Billy Ray Cyrus mit AG Brachy Hawked. Und welches Lied geht aktuell viral rum, auch auf TikTok? Ja, richtig. Flowers von Miley Cyrus. Ich glaube schon, wenn ich mich auch so zurückerinnere an Staffel, jetzt muss ich zurückdenken, jetzt kommt Staffel 8, Staffel 7, das müsste dann ja, das müsste Staffel 6 sein. Da hat ja die Möwe ja mitgemacht, das war ja Chado Yobatai, und der hat ja den Wellerman-Song gesungen. Und dieses Lied kam mir, glaube ich, unmittelbar davor, ging das ja so mehr und mehr ja auch viral und war viral. Und Flowers ist jetzt auch schon, finde ich, so in aller Munde. Man kennt dieses Lied. I can buy myself flowers. Und deswegen könnte ich mir sogar realistisch gesehen durchaus gut vorstellen, dass dieses Lied gesungen wird. Bei The Masked Singer. Könnte ich mir gut vorstellen. Als nächstes Lied Nummer 5. Habe ich ein Klassiker, was ich sehr, sehr gerne höre. Ich bin ja ein Freund der 80er. Das ist kein 80er, das ist, glaube ich, ein 60er oder 70er. Und wir reden hier von Ray Charles mit Hit the Road, Jack. Hatten wir tatsächlich noch nicht. Wir können mal ganz kurz gucken, aus welchem Jahr das wirklich genau ist. Hit the Road, Jack ist aus dem Jahr, wenn das hier auch zuerst 1960, zuerst, und von Ray Charles, wo ist das, warum findet man dazu 1960, das Lied wurde bekannt, nachdem es von dem Sänger Ray Charles aufgenommen wurde. 61. Na gut, wow, ein Jahr später. Ist ein geiles Lied. Das ist so ein gute Laune-Lied, was jetzt irgendwie nicht viele verschiedene Wörter beinhaltet, aber
Es macht halt einfach Spaß, es verbreitet gute Laune. Deswegen könnte ich mir das schon gut und durchaus vorstellen, dass das auch bei The Masked Singer gesungen wird. Als nächstes präsentiere ich euch eine Ballade, und zwar von Dean Lewis, und zwar How Do I Say Goodbye? Wunderschönes Lied. Ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwie hier Beauty and the Queen, glaube ich, heißt das Lied, wenn ich mich jetzt nicht irre, von Ed Sheeran irgendwie mit einbinde. Aber ich habe mich dann tatsächlich für das Lied hier entschieden, weil mich dieses Lied auch sehr berührt. Ich finde, das Lied ist sehr schön, wirklich ein sehr, sehr schönes Lied, eine sehr schöne Ballade. Hört es euch mal an. Also das Lied gerade so für mich, der eben Balan sehr, sehr gerne hört, ist das so mit einer, ich würde schon sagen, so meiner Top 15, 20 Balladen. Also es gibt Balladen, die mich mehr berühren, aber das gehört auf jeden Fall so ganz oben auf jeden Fall mit dazu. Als nächstes präsentiere ich euch ebenfalls eine Ballade, das auch bei Glee gesungen wird. Nämlich das Lied von Lady Antebellum, Need You Now. Wunderschönes Lied. Ist ein Duett, eigentlich im Original, aber ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen wie es bei Alien mit Ed Sheeran und Perfect, ja, war, Perfect Symphony, dass, wo Alien ja den Kühlschrank ja so besungen hat, dass so eine Geschichte einer Maske vielleicht so von wegen, ich vermisse jemanden und braucht jetzt jemand und dann singt eben diese Maske It's crowded after one, I'm a little drunk and I need you now. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wirklich, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann so eine Maske singt und jemanden irgendwie besingt. Entweder ein Gegenstand, was auf der Bühne steht, oder vielleicht jemand, der dann so hinten auf der Wand angezeigt wird. Könnte ich mir beides durchaus gut vorstellen. Als nächstes habe ich, wir haben jetzt noch drei Lieder, habe ich ein Lied, das ich, glaube ich, so für mich persönlich letztes Jahr entdeckt habe. Ist so ein Rocklied. Und ist von, ich kann ja erstmal gucken, von welchem Jahr das ist. Ist von einer Band. Und das Lied ist aus dem Jahr 2014. Pop, Rock, Dance, Rock, Song. Und zwar von einer Band namens Nickelback mit dem Song She Keeps Me Up. Ich habe dieses Lied letztes Jahr so für mich gefunden irgendwie. Und dieses Lied hat irgendwie was. Das hat Rock, das hat irgendwie verbreitet Stimmung, ist stimmig, ist ein Ohrwurm. Ich habe das Lied sehr lange gehört. Ich höre es immer noch, so ist es nicht. Aber. Und das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, ich habe dieses Lied, lass mich kurz gucken, ich habe dieses Lied erst letztes Jahr runtergeladen und ich habe ja mein Handy ja auch schon eine Zeit. Und das Lied ist einfach bei mir auf Platz 1 bei meist gehört oder meist gespielt. Und das ist schon krass. Also von daher, ja, tatsächlich habe ich dieses Lied sehr gesuchtet. Sehr gesuchtet. Ich habe kaum irgendwie ein anderes Lied manchmal gehört und nur das irgendwie 10-mal hintereinander. Ja, es ist manchmal bei mir dann wirklich sehr exzessiv. Kommen wir zum vorletzten Lied, auch ein Gute-Laune-Lied. Und ich kann sagen, sofort aus welchem Jahr das ist, nämlich von 2010. Warum weiß ich das so genau? Das weiß ich deswegen so genau, weil 2010 war ein sehr prägnantes Ereignis. 2010 fand die Weltmeisterschaft in Südafrika statt. Und die Hymne dieser WM, und ich finde eigentlich sogar eines mit der erfolgreichsten Lieder, war von Shakira Waka Waka. Und irgendwie könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das vielleicht mal gesungen wird bei The Masked Singer. Verbreitet gute Laune ist ein Song, wo alle Spaß haben, wo jeder irgendwie auch weiß, ah, oh, hier, das wurde doch bei der Fußball-WM gesungen. Von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und zu guter Letzt, das letzte Lied, was ich mir wünsche, ist tatsächlich ein 80er. Ein Lied, was ja so ein bisschen einfach an diese Zeit damals erinnert. Und ich habe dieses Lied schon bei in Spielen gehört. Ich habe das Lied schon in Spielen gehört, aber auch tatsächlich bei The Voice Senior.
Ja, The Voice Senior ist jetzt schon ein bisschen her, wo da tatsächlich da so diese Staffeln waren. Und Dan, ich weiß gerade nicht mehr seinen Nachnamen, aber Dan hat die erste Staffel gewonnen in Team Sascha und hat dann auch seine eigene Version rausgebracht zu You're the Voice, im Original hier halt eben von John Farnham. Ein absolutes Klassikerstück oder ein absoluter Klassiker eben aus den 80ern. Hört rein, dann erkennt ihr das auch sehr, sehr schnell wieder. Das wurde auch für eine, ich weiß nicht mehr, welche Werbung das ist, da wurde dieses Lied so umgedichtet. Irgendwie so, ich hasse dich. Und dann singen die auch, You're the voice that makes me standing. Auf jeden Fall absoluter Klassiker. Ein tolles Lied, was auch gute Laune verbreitet. Von daher, ist das hier das letzte Lied auf meiner Liste, was ich mir wünsche? Ja, meine Lieben, das sind 10 Lieder, die ich euch jetzt einfach mal präsentiert habe, die ich mir bei The Masked Singer wünsche. Welche Lieder wünscht ihr euch? Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten, wie gesagt, später kommt noch so ein Reaktionsvideo zu The Masked Singer. Das heißt, nächste Woche machen wir mit der Datenbank weiter. Morgen mal gucken, weil wenn heute jetzt am Mittwoch eine neue Maske präsentiert wird, dann kommt morgen dazu ein Video für euch. Außerplanmäßig, weil morgen sind ja natürlich auch andere Videos geplant, aber das kommt dann zusätzlich. Nun denn, meine Lieben, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich auf die 8. Staffel The Masked Singer. Ich hoffe, ihr euch auch. Samstag, 20:15 Uhr auf ProSieben. Und das Video dann ja natürlich kommt am Sonntag. Wie immer. Und von daher, ich wünsche euch was. Wir hören und sehen uns. Wir hören und sehen uns. Habe ich das schon mal gesagt? Nein, das habe ich noch nie gesagt. Wir hören, nee, nicht wir hören. Wir sehen uns dann zu einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Und bis dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.